Ja, hub mich halt an, nur weil ich hier stehe. Jo Leute, wir spielen weiter. GTA 5, willkommen dazu. Ich hoffe, ihr habt ordentlich Bock mitgebracht, denn ich habe nach wie vor voll die Freude an diesem Spiel. So, wir fahren jetzt mal zu Michael nach Hause. Mal gucken, was da so los ist. Da ist ein großes für Michael. Michael. Da hat einer Spaß. So, wir nehmen mal hier artig den Eingang. Und fahren die Karre voll... Oh, na gut. Das ist Michaels Unterschlupf. Hier kannst du Fahrzeuge speichern, indem du sie in die Garage parkst. Wahrscheinlich haben wir dann immer das Standardfahrzeug, wenn wir das alte rausschmeißen und ein neues reindrücken oder so. Oh, das ist aber mal ein schickes Bett. Also der hat richtig gut gewirtschaftet in seinen Zeiten als Bankräuber und Nuttenscheucher und Drogendealer und hast du nicht gesehen. Klamotten hat er auch ein paar. Im Haus gibt es verschiedene Aktivitäten, so. Kochen. Mäh. Boah, das sieht so brutal aus, wie er hier mit seiner Waffe nach Hause geht. Das geht ja mal gar nicht so. Gibt's jetzt was zu tun oder nicht? Hallo? Was? Why the fuck not? He is not staying the night. He's a bomb. I don't even. He's a penner. Der setzt sich einfach hin und gönnt sich einen Scotch oder was auch immer das ist. Ja, Kopfhörer rein, damit man es nicht hört. So ist gut. Ach ja, das ist schön. Einfach relaxen am Pool, bisschen Musik hören und abwarten, was so vor sich geht. Aber ich denke, die Ruhe wird wohl nicht lange... Oh, hallo. Wir kennen uns doch. What do you want? Man, I come by for that drink you offered, that's all. I wasn't really serious about that. What? You're here, whatever. Sit. You're not gonna rob me again. Man, I never robbed you. That was just a repossession. Okay. You call it whatever you want to call it. I really don't care. What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Look, I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years, and I got out alive. That makes me the right age. Das stimmt, in der Branche wird man mitunter nicht alt. But if you want my advice, you give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately, and maybe, just maybe if you're lucky, you become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you're gonna rip people off and get paid for it. It's called capitalism. Okay. Hmm. Aber das Gangstersein ist mehr für mich geeignet hier. Briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, and today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? Nothing. I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. Yeah, as much as I can. So that's why you're here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You a good time, you know that? Das stimmt allerdings. I tell you what. Der macht echt gute Laune. Least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. It's not too far from here. Let's go. Alright, man. I'm following you. Na, dann wollen wir mal. Als Wien spielen wir als Michael. Ja klar, logischerweise ist ja seine Mission. Eingehender Anruf. Jimmy, hey, der Jim. Sohn. I'm going for a drink. Dad, shit! I mean, our boat going down the Western Highway. It's been stolen. Was? What?
The yacht's been stolen? I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money, and they don't want to buy it. They just want to take it. I'm hiding in the head. You're insane! Oh, Mann! All right, I'm coming. For my boat! Oh, das gibt's doch wohl nicht. Ich hab echt einen nutzlosen Sohn. Oh. Also der Biker hat einen nutzlosen Sohn. Ich kann man ja schlecht sagen, da wir hier drei Charaktere haben. Der Franklin ist eigentlich auch ganz cool, also mit dem spielen wir vielleicht auch öfter mal. Aber das ist ja auch das Schöne an GTA 5, hier kann man sich austoben, mit wem man will, wo man will, wie man will. If I had kids, I don't think no parenting issues would arise over who had boat privileges and who don't. Shit, motherfuckers would be lucky to sit in a bathtub. Shit, things that desperate, huh? Nah, but, you know, shit, I was making a point. Mythologizing self-deprecation. I know it well. Yeah, man, but shit, where the boat at? Little shit's been hijacked. They're somewhere on the Western Highway. Man, ain't you worried? About my boat? Yeah, I am. But you can always buy another boat. Yeah, tell my accountant that. Man, you can always get credit for one. But have you come repo it? Ist der Sohn echt so nutzvoll, dass der überhaupt nichts mehr für den übrig hat? I'm someone you want to impress. Really? Man, I thought you was retired. Why the fuck do I want to impress some slipper wearing motherfucker? Because I can still teach you a thing. Oh shit. What the? Ich komme. Und ich werde beides retten, das Kind und das Boot. Dafür bin ich geboren, beides zu retten, das kann ich gut. Oh, there. Whoa, shit. There it is. That's my boat. Your boat's in a fucking hurry, man. Yeah, allerdings. We'll catch him. Bring Franklin nahe an die Yacht. Okay, das kann ja was werden. Hey, what we about to do? Das I'm gonna must. Get you close, and you're gonna go board that thing. Alright, man, shit. Fuck it, let's do it. Oh. Alright, I got a piece in the glove box. They give you shit, I'll take them out. All that's cool, man. You shoot with one hand and drive with the other. But my motherfucking concern is, I might miss aus the Weg, ich hab zu tun. Trap. Ah, hey, shit! You said you wanted to learn from the best. Let's give up on this shit. Hey, steady, man. I can't do this shit from here. Get me close. Ah, missed, Kerl. Round the back, man. Here's no good. I can't jump, man. Get us around the back. I can't get on the back of here, dog. Can't board here, homie. It's too high. Damn! Nein! Das wollte ich nicht! Verzeih mir, Franklin, auch wenn du tot bist! Okay, wir dürfen keine Unfälle bauen. Das tut dem armen Kerl ein wenig weh. Okay, los there. Geht's. There it is! That's my boat! Your boat's in a fucking hurry, man! Yeah, well, okay, holen wir's uns. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Gib mir sofort mein Boot zurück, Mann. Aber das ist eine geile Mission, ey. Einfach mal so ein Boot verfolgen. I'm gonna get you close, and you're gonna go board that thing. Alright, man, shit. Oh, shit, oh, shit. Shit. Alright, I got a piece in the glove box. They give you shit, I'll take them out. All that's cool, man. You shoot with one hand and drive with the other. But my motherfucking concern is, I might miss the jump and fall in fucking traffic. You said you wanted to learn from the best. Let's call this lesson number one. Okay, ich tu, was ich kann. Oh. Hey, you want me to do this shit? You better get me close, man! Hold on! Oh, fuck this! Okay, hat geklappt. Fuck! Fuck! Kinokamera. Oh, fuck! What, das sieht aus! Get your ass out of here! Not the engine! Shit! Komm schon! Okay, jetzt müssen wir nur noch nach vorne durch. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, ob der das schafft. Shit, don't find him. Da fährt hey, der Michael. Hey, this dude trying to kill me, man. Hey, shoot this motherfucker. Hey, ain't you covering me? You on the wrong boat, boy. Nah, you on the wrong boat. Erledigt. Okay, jetzt können wir dem weiter zuschauen. Ich habe hier mal wieder R gedrückt. You're the guy from the dealership. Yeah, and it's a long story, bro. Jimmy! Watch out for the boom! Fuck! Ah, Dad! Help! 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 Ah, I'm too close. Get under him, man. Let him drop in the car. Ah. Fuck! Ah, this is gonna kill me. I can't hold on much
Okay. Ich komme. I'm slipping. This is it. I can't do this anymore. Ich tue, was ich kann. Ah. Und runter. Zack. What the fuck is wrong with you, kid? Dad! Don't dad me, you little shit! You better hope she's still seaworthy. Ah, too close. So, dem geht's anscheinend auch ganz gut. Hey, get me off this damn thing! I ain't jumping for here, man! Get close! Okay. Shit! Remind me not to come to you for parenting advice! Aber ich will mein Boot! Kann man nicht den Fahrer irgendwie abknallen? Mann, bis wohin fahren wir hier überhaupt? Wo sind wir denn hier? Ah. Allerdings nicht. Mist. Ja, das Boot ist weg. Hey! It's a chop shop back there, dog. You drive us there, we can get the ride fixed. Na gut. Oh, die Karre, die ist echt am Hintern. Die fährt ja kaum noch einen Meter. Nee, nee, nee. My boat. It's just a thing. My boat. Der Please Typ ist geil. Stop doing that. Listen, I fucked up, okay? I'm not going to lie. That was a really bad judgment call. But shit, Dad, I nearly died. And all you give a shit about is this fucking boat. No, it's not that. It's all we do is scream at each other. No wonder I can't get a job. It's all your fucking fault. Or it's not, but it's partly your fault. I mean, I just want to impress you. By selling my boat to some gangbangers? I know it sounds dumb when you put it like that, but all you do is daydream or get angry. Look, I love you, Jimmy, but you're an asshole. And right now, with my boat disappearing over the horizon, that's all I can see. Franklin, would you do me a favor and give this kid a ride home after they fix this thing? I want to headbutt the road in peace. Oh, great! Leave me with the home invader! Lass mich mit dem Einbrecher anreihen, genau. Enough! Alright? Enough! Hey, Franklin, can you call me a cab? No problem! Up the, Oh, verpiss dich von der Straße! Du Luder! Los Santos Customs, by the airport. Alright, thanks. Thank you. Hey, so you, do much yachting? Not anymore. No, I don't. Before, I mean, man. Not really. This little shit stays in his room all day, and I don't have many other people to go with, you know? I like looking at it. Looking? Yeah. Angeschaut? You know, naja, marina, gut. Sit on the dock, pour myself a drink, and look at her. Jacqueline. It'll clear my head, you know? Let me dream. Jacqueline, huh? Well, maybe you need to do some other shit to fill your time. Dream other dreams, man. Yeah, sure. Whatever. Hey, this the place up here. I know this dude, man. His name Hal. He gonna look after me. All right, take what's in my pocket. A couple thousand bucks. That'll cover it, right? Yeah, should be cool. Wenn du wüsstest, was der Franklin an Kohle hat, ey. Der hat eine halbe Million. Yeah, I got this. Ooh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man, and drop it back off at your house along with this dude. It's all good, though, man. You go and get your head right, all right? All right. Listen, thanks for today. Appreciate it. You stop back out to the house, we'll talk. You see? Show, man. Und schon sind die beiden dicke, mehr oder weniger. Aber irgendwo muss ich recht geben. Lasst uns eine geile Karre draus machen. Geld haben wir ja genug dabei. Ist das der, gegen den wir das Rennen gewonnen haben? Der sieht fast so aus. Verpasse deinem Fahrzeug eine neue Lackierung, um die Bullen loszuwerden. Mhm. So, los geht's. For a second I thought you just come here to talk smack about that race you won. Ja, das war der, gegen den wir gewonnen haben. Okay, also erstmal Fahrzeug reparieren. Sweet. Panzerung. Toy boys going flock to my mama in this ride. Now, so noch ein bisschen Panzerung reinhauen. Oh shit. Ein paar richtig schöne Bremsen. My mom always says she wants some more like aggressive lines on this thing. Ach, das ist gesperrt. Hoppala.
equals pussy. Or maybe like penis in my mom's case. Machen wir so. Die anderen dürfen wir auch noch nicht nehmen. Schade. Ach, das sieht doch ganz hübsch aus eigentlich. This wagon gonna be sick, homie. Das nehmen wir. Das wird ihm gefallen. Oh, Mama ain't gonna recognize this bitch. I almost ain't gonna be embarrassed to borrow this thing. Wir machen hier komplett Neon rein. Zack. Und schön rot. Leuchten muss das! Toy Boy's gone flock to my mama in this ride. When mom sees a new paint job, she's gonna flip. LOL! Das ist doch mal ein geiles Auto. Das ist doch mal eine krasse Kiste, oder was? Zeig mir das Dach, Baby. Doch, die Kiste ist Hammer. Die Kiste ist geil. Los, ab nach Hause. Alright, man, I'm taking you home. Das ist eine geile Kiste. Yeah, Franklin. Or the credit for our guy. The home invader. You know what? Call me what you like, man. Yeah, I mean, sure. Jimmy, ain't it? Or James. Jimmy. Or just like Jizzle? Jizzle? Was? Man, I'll just stick with Jimmy, homie. So, what's the deal, man? Huh? You and my old man? I see you at the dealership. And someone steals my whip. And Pop is all like, he's been down there to talk to you guys. Ja. Pops did more than talk. What'd he do? Look, man, if he ain't tell you, ich will hier durch, aber ich will das Auto nicht kaputt machen. I lost my fucking job and I thought maybe he could help me find a new one. Dude, my dad is retired. Like, fully. Like, his only marketable skills are watching TV and daytime drinking. Man, look, I don't know, homie. Hilfe! Zu viel Verkehr, ich will das Auto nicht kaputt machen. Es sieht so toll aus. Oh, dieser Chrom, das ist doch echt Hammer, die Chromlackierung hier. Schön aufpassen, teures Auto unterwegs. Sieht, was Michael zu dem Auto sagen wird. Look, I'm sorry my dad lost you your job. It's hard out there. Tough. I mean, I'm employmentally challenged at the moment. Meow. You got fired, dude. Damn, that's rough. Not fired as such. I didn't get a job. I've been there, homie. You've been putting them resumes out there, but no one's hiring, huh? No, I didn't get a job. I've never had a job. It feels like hard work. Life, the days just kind of disappear. Hey, you play Righteous Slaughter? Nah, not since the first couple. Okay. Okay. Na Leute, ich. So. So, da wären wir. Yo, so like, since we're both unemployed, like, we could run together, you know? Yeah, I think about it, homie. Or we could just like, chop it, you know? Play darts or get our drink on. Strip clubs. Come on, dude, I get real crazy. Yeah, I got your number. Shit, I need it, man, but hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog, alright? Alright, church. Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I hope so, because my mom was kind of a skank back in the day. Yeah, whatever, homie. Okay. Peace. Der Typ ist eine Marke, hä, Leute? So, haufenweise Regisseurmodus. Ach so, wir haben jetzt hier haufenweise neue Kontakte freigeschaltet. Aber nur Kontakte, oder? Haben wir auch was anderes? Doch, hier, von H. Du hast Glück. In LS läuft immer irgendwo ein Rennen. Wenn du Interesse hast, fahr zu einem Treffpunkt. Garagen können jetzt bei erworben werden. Fahrzeuge, die du auf Webseiten kaufst und deine Garagen fährst, werden hier aufbewahrt. Okay. Was will der schon wieder? Yo, F, hab dich bei Live... Was? Live Invader eingeladen. Nimm an und wir können abhängen. Kannst mich jederzeit anrufen, Bruder. Jederzeit. Dann hauen wir auf die Kacke. Bis dann. Chisel.
So, das hatte ich erledigt, oder ist da noch was? Hier ist noch was von Lamar. Alter, schon gesehen, was diese Weltraumaffen-Straßenkünstler in der ganzen Stadt veranstaltet hat? Abgefahrenes Zeug, Mann. Echt heftiges Zeug. Lass mich bloß in Ruhe. Schönes Auto. Nehmen wir doch gleich mal mit, weil ich habe gerade nichts. Nein. Gut, das war vielleicht nicht die feine englische Art, um sich ein Auto auszuleihen. Aber es hat doch eigentlich ganz gut geklappt. Oh shit, ich habe die Bullen am Nacken. Ich wollte eigentlich nur nach Hause fahren. Egal, das Auto ist relativ schnell. Platt hin oder her. Oh, tut mir leid, hübsche Lady. Ah, was los? What's up, homie? Hey, look. Chop got stay around your crib for a while, homie. That's cool. Yeah, man, it's cool. She's the best place for him anyway. Like it ain't nobody out there gunning for your black ass. Bullshit, nigga. Just take care of it, man, alright? Alright, I got you, dog. Soll ich mich um den Hund kümmern oder was? Ich hab's nicht ganz mitgekriegt. Oh, diese Platten. Oh, ich kann mit dem interagieren. Eine ganz tolle Sache ist das. Eine ganz feine Sache. Da fühle ich mich ja gleich richtig pudelwohl. Oh, shit. Alter, da muss man ja echt aufpassen. Oh, shit. Diese Plattenreifen, ne? Die sind gar nicht so das Wahre. Aber was soll's. Oh, vorsichtig, vorsichtig. Alles wird gut. Alles wird wunderbar. Na! Hi. Peter, mein Name. So. Also mit platten Reifen fahren ist doch eigentlich eine lustige Sache. Vorsichtig, ein Bus kommt um die Ecke und sagt Knall. Ah, hier ist wieder dieses Filmstudio, ne? Oh, shit! Fahr, Peter! Fahr! Shit, ich darf da nicht rein, aber warum sagt mir das denn keiner? Jetzt darf ich abhauen. Damit rechnet doch keiner, Mann. Warum darf ich denn nicht ins Filmstudio, wenn ich will? Oh fuck, das gibt richtig aufs Maul. Aber ich gebe nicht kampflos auf. Vielleicht doch, da steht noch ein Auto rum. Oder auch nicht. Ah, ah, ich hab doch... Jetzt reicht's mir. Ich will hier weg. So, erstmal das Zeug ausmachen und jetzt abhauen vom Feinsten. Ah, verdammt. Vorsichtig. Das ist ja eine super Fluchtstrecke, die ich mir hier ausgesucht habe. Hervorragend. Und eine Sackgasse. Fantastisch. Peter-Style. Die einzige Sackgasse und ich finde sie natürlich. Ich bin getaucht, keiner sieht mich. Komm schon, ich muss hier weg. So, jetzt muss ich irgendwie zu Fuß entkommen. Ich springe am besten da über den Zaun, wo mich keiner sieht. Schwupp. Hier springen wir auch nochmal zünftig drüber. Oh, der scheiß Heli, ey. I'm DJing on Friday. Oh, dieser scheiß Helikopter. Ja, der hat abgedreht. Sehr fein. So, und jetzt hauen wir einfach zu Fuß weiter ab. Ja, wir sind so losgeworden. Wunderbar. Da würde ich sagen, mache ich an dieser Stelle
einfach mal eine Schnellspeicherung gleich. Und dann können wir ja mal sehen beim nächsten Mal, ob man dann wirklich hier wieder anfängt. Aber ich denke eher, wir werden dann einfach zum nächsten Versteck gebracht. Naja, danke jedenfalls fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.